Fotoautomaten sind von gestern? Längst nicht. In einem Keller der Hamburger Schanze versteckt sich die Forkbox. Dieser Fotoautomat sieht aus wie jeder andere, funktioniert aber ganz anders. Alexander Dobert und Arne Hollmann haben die Forkbox entwickelt. Statt Fotos aus Papier gegen einige Euros lädt sie GIF-Dateien in Echtzeit auf soziale Netzwerke hoch. Sie ist also direkt mit dem Internet verbunden. Schnell ist der QR-Code eingescannt und die animierten Bilder können ohne Umwege mit Freunden geteilt werden. Die Forkbox ist ein Beispiel dafür, wie man digitale und analoge Welt mit einem Knopfdruck verbinden kann. Das heißt, ich drücke auf einen Knopf und damit twitter ich, ohne mein Smartphone zu benutzen, ohne meinen Rechner zu benutzen. Es ist einfach nur ein Knopfdruck und noch ein Knopfdruck und das Ding ist raus. Die Technik, die hinter der 2,30 Meter großen Box steckt, passt eigentlich auch in eine Hand. Sie ist ganz bewusst schlicht gehalten. So können auch mit dieser Portalen-Version GIFs aufgezeichnet werden. Aber was ist eigentlich ein GIF? Also ein GIF ist so ein sympathisches, altes Format. Ja, also das kennt man aus den Anfangszeiten des Internets mit so kleinen bewegten Grafiken und so weiter. Videos funktionieren anders als GIFs. GIFs sind im Grunde genommen einzelne Bilder, die die miteinander verbunden werden müssen, dass der visuelle Eindruck gut ist. Die Kamera legt direkt ein, frech hineinzugrinsen. Wir haben das natürlich getestet. Wie lustig die GIFs am Ende sind, hängt natürlich von dem eigenen Einsatz ab. Der genaue Termin steht noch nicht fest, aber schon bald können die Hamburger die Forkbox nutzen.